Hallo und herzlich willkommen zu meinem homöopathischen Adventskalender. Mein Name ist Marvin Zander und es ist mir eine Freude, dir in den nächsten 24 Tagen die Homöopathie praktisch zeigen zu dürfen. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und einige neue Erkenntnisse. So, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Heute sind wir, wenn ich mich nicht irre, beim 15. Türchen. Und das Mittel, was ich beim letzten Mal gegeben habe, war Opium in der C200. Zwei Dosierungen morgens früh nüchtern im 15 Minuten Abstand. Ja, bin wieder mal gespannt, was ihr so gegeben hättet. Ich finde das wirklich sehr bereichernd. Ich kriege ja auf ganz, ganz vielen von Kanälen die Mittelvorschläge, Dosierungsvorschläge. Sehr interessant. Auch einige dabei, wo ich selber auch dann gerade nochmal nachlese, schau, wie seid ihr auf das gekommen? Mit dem einen oder anderen habe ich sogar auch schon das ausgetauscht, nachgefragt, hey, wie bist du darauf gekommen und so. Also ist super das Projekt, viel besser als was ich gedacht habe. Also es war in meiner Fantasie schon cool, aber es hat sich als noch besser entpuppt, weil wirklich auch ein schöner Austausch entstanden ist. Ja. Aber gerade weiter, dass es nicht zu lang wird. Und zwar haben wir ein Kind, was schreit, mal wieder. Ne? Wir sind ja gerade bei den Kindern mittendrin. Und die Mama hat schon mehrmals erfolglos Kamomilla verschrieben. Also 3 Tage lang in verschiedenen Potenzen, am Schluss in der C30, ohne großen Erfolg. Das Kind schreit meistens in der Nacht von 23 Uhr bis 5 Uhr. Und es sind so ein paar Auffälligkeiten einfach, die sozusagen zu einem Schreikind halt einfach gehören und so. Aber ich habe euch mal noch die Sachen rausgenommen, die ich für besonders fand. Vielleicht aber vorher noch der Untersuchungsergebnis. Der Hals, Ohren, Lunge war alles reizfrei. Also es scheint kein organisches Problem vorhanden zu sein, keine Ohrenschmerzen oder so. Das Kind selber hat kalte Hände und schläft in der Bauchlage, krampft sich stark zusammen mit dem Schreien und was auffällig ist, deshalb hat die Mama auch an Zahnen gedacht, ist, dass es vermehrten Speichelfluss hat. Das Kind ist zu dem Zeitpunkt 1, 2, 3, 4 Monate alt. Und es kann also nicht beruhigt oder getröstet werden. Es ist sehr weinerlich, unzufriedenes Kind, unruhig. Ja, man kann eigentlich nichts recht machen. Und ist halt vor allen Dingen die ganze Nacht über in diesem ja, unzufriedenen Zustand. Weswegen die Mama auf Kamomilla gekommen ist, ist, weil eine Wange rot ist und die andere blass, ne? Das ist ja auch ein Leitsymptom von Kamomilla, genau, und diese eiskalten Extremitäten hat, ne? Füße und Hände, genau, verhältnismäßig besser ist es, wenn es umhergetragen, gestreichelt oder gewiegt wird oder so, ne? Das ist aber jetzt nicht, dass es dann mega zufrieden wäre oder leicht zu trösten oder so, ne? Aber es ist verhältnismäßig besser. Genau. Was auch auffällig war, dass der Speichelfluss vom Kind stinkt. Genau, das haben wir noch. Was kann ich euch noch geben? Ja, viel mehr hatten wir gar nicht. Das Kind konnte selber sich nicht ausdrücken groß. Was habe ich hier noch? Ah ja, genau. Jetzt habe ich wusste, irgendwas war noch. Also der Durchfall hat es. Der ist auch grün, also auch etwas, was auf Kamomilla hingedeutet hat, aber eben nicht funktioniert hat. Das auch stinkt. Und eben während dem Stuhlen ist das Kind sehr ärgerlich und eben diese starke Verkrampfung sich zusammenziehen. Ja. Bin ich gespannt. Das ist kleine Hilfe. Ist es jetzt auch nicht so ein häufiges Mittel. Da darf man vielleicht ein bisschen tiefer gehen. Oder ihr habt es auch gerade erkannt. Gibt auch grundsätzlich mehrere Arzneien, die darauf, glaube ich, passen, auf die Symptome, die wir bisher besprochen haben.
Genau, aber ich löse es dann wie immer auf. Auch da hat das Mittel sehr, sehr schnell gewirkt. Wir haben es ihr verschrieben, noch direkt nach dem Termin einzunehmen, also noch vor dem Abend. Und in der ersten Nacht war es schon viel besser und in der zweiten gar nicht mehr. Ja, in dem Fall wünsche ich euch ganz, ganz viel Freude beim Knobeln und alles Gute und eine weiterhin wunderschöne Adventszeit. Bis morgen. Tschüss. Ich hoffe, dir hat auch diese kleine Episode gefallen. Du bist schon ganz heiß darauf zu hören, welche Arznei die Lebenskraft dieses Menschen zur Selbstheilung angeregt hat. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den homöopathischen Adventskalender auch mit deinen lieben Freunden und Kollegen teilen würdest, sodass noch mehr Menschen von dieser wunderbaren Heilmethode erfahren dürfen. Danke und eine schöne Advents- und Weihnachtszeit.